Hallo und willkommen zurück zu Hitman Go. Level Nummer 2 in der Militärbasis. Auf wie geht's? Oh, da macht wieder einer den Pool. Oder überhaupt mal einer den Pool. Okay. Die Freunde, die spazieren hier im Kreis rum, kennen wir ja inzwischen. Da ist wieder ein Steinchen zum Werfen. Vielleicht können wir ja seinen Rhythmus mal umdrehen oder irgendwas. Wir müssen wieder die Aktentasche holen. Oder müssen wir nicht? Ist optional. Was nicht optional ist, ist den Schlüssel zu holen. Den ich jetzt zum Beispiel nicht holen kann. Weil der mich dann ja einholen würde. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich komme ja auch nur von hier an den Stein ran. So, vielleicht kann ich den da runterlocken. Aber ob mir das viel hilft. Dann ist auch die Frage, wenn der da einmal hingelaufen ist. Ich mach's mal. So, gehört hat das auf jeden Fall. Wenn der da einmal hingelaufen ist, ob der dann da stehen bleibt. Oder ob der wieder weiter patrouilliert. Oh, das zeigt schon der Pfeil an. Mist, der geht zurück auf seine Route. Ah, das ist ja interessant. Okay. Dann machen wir jetzt auf eine ähnliche Art die Aktentasche. Da kann ich mich ja zumindest tarnen. Das klappt eigentlich auch. So, das zu schaffen war jetzt erstmal nicht so schwer. Jetzt geht es natürlich wieder um die Züge, würde ich mal vermuten. 19. 19, 19. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Also ich denke mal, nach oben würde einfach nichts bringen. 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt habe ich schon nur noch 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aha. Wäre es untenrum besser gegangen? 1, 2, 3, 4, 5. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn tatsächlich. Okay. Und next. Ich sehe schon den deutschen Schäferhund da oben auf mich zukommen. Der ist bestimmt sehr aufmerksam. Dürfte sogar das übernächste Level sein. Also wenn ich das jetzt hier geschafft habe. So. Oh, da macht einer die Pflanzen. Sieht auch schön aus. Macht denn der da? Der gießt, ne? Der hat eine Gießkanne. Okidoki. Ach, ich habe ja wieder die Waffen. Aber ich glaube, jetzt hoch... Jetzt direkt hoch bringt es noch nicht. Mal gucken. Ich gehe dem erstmal hinterher. Was muss ich denn überhaupt schaffen? Ich muss eigentlich nur die Tür aufmachen und dann ins... Oh, Moment, von da oben kommt ein gelber. Wie unangenehm. Das heißt, ich komme nur so hier lang? Hm, da habe ich aber gleich zwei erledigt. Das lasse ich mir mal gefallen. Wenn ich jetzt nach oben zur Pflanze gehe, ist es so ziemlich eine Sackgasse. Dann komme ich nicht mehr weg. Wenn ich jetzt die Waffen nehme, kriege ich nur einen weg. Wenn ich den Schlüssel nehme, ist es auch eine Sackgasse. Also mache ich die Waffe. Ich meine, zum Ziel komme ich ja. Ich würde jetzt bloß einfach die Züge nicht geschafft haben. Oh, interessant. Ich habe nichts von beiden gemacht. Töte alle oder töte keine. Interessant. Gott, wie geht das denn? So, wenn ich jetzt mal keinen töten will, ja, dann brauche ich jetzt eigentlich nicht hochgehen, dann wird es zur Sackgasse. Zu den Waffen brauche ich auch nicht gehen, wird es auch zur Sackgasse. Ist alles ganz schön blöd. Wird alles zur Sackgasse. So, hier komme ich ja auch nicht direkt lang. Haut der mich weg. So, das sind ja schon die ersten Schritte schwer. Ach, der geht ja im Kreis, genau. Dann laufen wir jetzt dem hinterher. Oh, oh.
Oh. Vielleicht hätte ich auch noch mal zurückgemusst. Ich muss sicherlich mal irgendwann auf die Waffe drauf, wenn ich gar keinen erschießen kann oder so. Uiuiui. Das ist ja ein Hin- und Her-Gehopse hier. So. Haha. Keinen erledigt. Wow. Und jetzt alle. Und jetzt alle. So würde ich ja zwei erwischen, aber ich glaube, mein Problem wird. Ich probiere es mal so rum. Da erwische ich nämlich auch zwei. Moment. Wie blöd. Trotzdem fand ich das jetzt erstmal vielversprechend. Piu, ach, ich gehe hier runter. So. Jetzt habe ich sie nämlich alle schön zusammen. Jawohl. Jetzt habe sie auch alle erwischt. So. Tada. Endlich mal nicht diese Zuggeschichte. So, weiter geht's. Oh. Oh, Fifi, du wirst mich wittern. Du wirst mich richtig wittern. War die Nazi-Geschichte doch nicht so weit hergeholt von mir. Wer bückt sich denn da? Vor allen Dingen nach was? Nach was? Hä? Was machst du da? Kann ich ranzoomen? Nein. Jetzt bin ich schon näher dran irgendwie, ne? Komisch, wie habe ich das gerade geschafft? Ach, ich konnte ja hier so ein bisschen die Perspektive wechseln mit den Trigger-Tasten, mache ich das gerade. Och, wie süß da mit seinem Häuschen und dem Fressnapf. Der schläft. Ja, was auch immer der da. Ach! Der pflückt bestimmt einen Hundehaufen vom Boden auf. Könnte ich mir mal vorstellen. So. Ja, da ich hier sowieso nicht anders rauskomme, teste ich mal, was der Hund macht. Super, auch nichts anderes als der Gegner. Ah, wahrscheinlich locke ich ihn aus zwei Feldern Entfernung an. Wie der auf Hab-8-Stellung ist. Okay. So, jetzt läuft er. Sieht ein bisschen aus wie ein Jockey. So, jetzt läuft er mir auf zwei Felder hinterher und ich werde den wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach los. Da tut sich doch gleich das Problem mit der Aktentasche auf. Jetzt habe ich noch den anderen am Hals. Gehe ich erstmal hier hin und gucke, ob sie das auch noch hinbekommen. Haha! Somit kann man sie also abschütteln. Möchte ich nochmal wissen? Da passiert nichts. Der pennt da einfach nur, oder? Ja. Der spielt keine Rolle, okay. Töte keine Hunde. Okay, also anlocken muss ich ihn ja auf jeden Fall. Habe ich nicht gerade was gelernt? Anlocken muss ich ihn auf jeden Fall. Mist. Wie geht denn das? Ich kann ja jetzt nicht. Also, wenn ich unten lang gehe, erwischt der mich ja. Ich muss den unten ja auch auf zwei Felder anlocken. Ach so. Moment. Dass ich die erstmal beide dahin kommen. Nee, es geht ja auch nicht. Da greife ich ja auch sofort an. Das ist ja genauso blöd. Moment mal. Ach, wie oft denn noch? Mache ich alles nur zu eurer Belustigung. In Wirklichkeit habe ich das Spiel voll gecheckt. So. Wenn ich jetzt hier unten langlaufe, ist doch Quatsch. Dann schaffe ich mir eine Sackgasse. Denn. Ne?
Also um es mal kurz zu demonstrieren. Ich kann jetzt nicht mehr oben lang, ich kann jetzt nicht links lang, dann hat er mich sofort und wenn ich zur Aktentasche gehe, ist sowieso aus. Da komme ich nicht mehr raus. Also das ist eigentlich keine Option. Insofern kann ich einfach nur diesen Weg machen. Jetzt kann ich allerdings auch nicht. Ach so, Moment. Ah, wenn ich jetzt hier hingehe, dann haben sie ja weiterhin die Pferde. Jetzt gucken sie in eine andere Richtung. Ich hoffe, das ist es dann auch. Ja, super. Das war jetzt Paarlaufen. Okay. Next. Fifi habe ich überwunden fürs Erste. Was kommt hier? Oh, süß sind sie ja schon. So. Ja, Aktentasche und Knochen zur Ablenkung, okay. Erstmal sollte man irgendwie den roten Schlüssel kriegen. So, den kann ich jetzt mal weghauen. Haben wir da eigentlich auch schon aufgemacht? So. Und den hier unten. Ach, okay. Den kann ich mit dem Knochen irgendwie weglocken. Der wird ja wohl nicht mitbekommen, wenn ich ihn dahin werfe. Also werfe ich ihn auf jeden Fall dahin. So. Jetzt wird der genau bis hierhin laufen, denke ich mal. Das heißt, ich kann mich hier noch ungeschoren bewegen. Jetzt locke ich den anderen noch an. Dann habe ich schon mal Ziel erreicht und. Ah! Moment. Das war ja blöd. Dadurch, dass ich den jetzt angelockt habe, kann ich nicht mehr. Ach, wie doof von mir. Hätte man vorher noch eine Abzweigung nehmen sollen. Okay, dann kann ich gleich sehen, dass ich also keine Gegner töten soll. Und. Das wird schwer. Aktenkoffer sammeln ist ja klar. Machen wir erstmal nochmal den Aktenkoffer. Ach so, dann muss ich den anderen da auch anders weglocken. Wobei, ich würde es mal direkt probieren, ob das in einem Schwung geht. Ne, jetzt habe ich den ja die ganze Zeit an der Backe. Ne, das machen wir erstmal einzeln. Also, jetzt machen wir erstmal so. Einmal hier sammeln. Einmal weglocken. Auch die Aktentasche. So, jetzt rennt der uns noch ein bisschen hinterher. Dann haben wir das schon mal. Jetzt geht's nur noch um die Gegner. Okay, das heißt. Nee. Ah! Wollt ja direkt reinlaufen. So. Wir müssen hier alles weglocken. Was dürfte eigentlich klappen? Und irgendwann noch den. Irgendwann noch den roten Schlüssel. Ich glaube, ich gehe mal direkt zurück. Lock den erstmal hier rum. Die schon beide auf. Sind die alle auf einem Feld? Die ganze Meute hinter mir her. Holt die Fackeln und die Heugabeln raus. Meine Güte. So. Nächster Level. So. Was kommt? Was war denn da? Was war denn da für ein Typ in der Übersichtskarte? Das gucke ich mir beim nächsten Mal an. Okay. Das ist ja eigentlich hauptsächlich bekannte Gegnertypen. Okay. Wo komme ich denn überhaupt mal rein? Ich könnte jetzt mal direkt. Das ist alles ein ziemliches Todesurteil, ne? Wobei, jetzt sind die erstmal alle auf dem gleichen Feld. Das ist ganz hilfreich. Jetzt kann ich nämlich hier schön rum. Ach so, der läuft ja zurück. Blöd, blöd, blöd. Kann aber zu keinem anderen Zeitpunkt den Hund anlocken. So, dann ist ja die Frage. Ob ich es schaffe, wenn ich irgendwann den anlocke. Moment. Dann laufe ich mal so im Kreis. Jetzt kommt natürlich der andere Köter auch noch.
So, jetzt. Ja, eigentlich komme ich doch schon zum Ziel. Ach so, ich kann ja nicht ungestraft zum Aktenkoffer reinlaufen. Es ist aber ganz schön kritisch hier. Da laufen sie sowieso hin. Da merken sie es nicht. Und hier, na, ich weiß ja nicht. Da will ich ja eigentlich gerade mal hin. Was hilft mir denn jetzt hier? Oder nichts von alledem? Aber dann komme ich niemals in diese Abzweigung rein, jetzt wo ich die am Arsch habe. So, wenn. Ah! Nee, geht ja auch nicht. Verdammt. Ich wollte jetzt gerade. Ach, der läuft ja auch dahin. So, wenn die jetzt dahin laufen und er dahin läuft, dann guckt ja im schlimmsten Fall er weiterhin nach links und die weiterhin nach rechts. Ich probier's mal. Ja. Ach so, was aber bedeutet, dass die mich tatsächlich nicht mitbekommen hier. So. Ich war zwar auf ein Feld dran, aber sie haben halt von vornherein erstmal nicht in meine Richtung geguckt. Und die Hunde haben mich auch nicht erschnüffelt. Das hätte ja auch wieder so eine Spiellogik sein können. Also eine durchaus realistische Logik, ne? Dass der Hund mich gar nicht sehen muss, sondern mich auf ein Feld erschnüffelt. Denn dazu hat man ja den Hund. Der hat ja nun nicht bessere Augen als wir, sondern eine bessere Nase. Töte keine Gegner. Ja, Spiel, du bist unlogisch. Wenn ich schon mal logisch sein will, ne? Dann bist du unlogisch. Okay, töte keine Gegner. Das wäre ja fast. Nee, ja doch, es wäre eigentlich der gleiche Weg, nur dass ich. Ah nee, dann hätte der Dicke mich wieder gesehen. Naja, muss ich mal gucken. Ich muss jetzt alles Mögliche hinter mir herlocken, würde ich mal sagen. Aber wie? Ich fange erstmal mit dem hier an. Ach nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, da steht ja noch der Dicke. Egal, jetzt mache ich auch weiter. Oh, jetzt habe ich sie alle. Töte keine Gegner. Also, man muss ja bedenken, der Dicke reagiert jetzt auch. Ach, Moment. Der Dicke reagiert jetzt auch auf den Knochen. So, jetzt lasse ich mal die Hunde ganz normal hinter mir her. Ja, doch, das klappt doch. Genau, er geht jetzt nach oben, ich gehe nach unten. Hehe. So klappt's. Hätte gedacht, ich muss noch mal ganz unten rum, aber nee, funktioniert so. Ja, das ist doch so ein fetter Army-Typ da mit sonst was für einer Sniper-Waffe. Okay, bin ich nicht mehr der einzige Sniper hier. Okay, man sieht schon, wo es gefährlich wird. Da sollte ich mir keinen Schritt erlauben in die Richtung. Muss ich aber. Oh je. Mal sehen, was passiert. Okay. Solange einer hinterherkommt. Und das jetzt auch wieder neu, ne? Ich mache zwar den ersten Schritt und müsste eigentlich gleich abgeknallt werden, aber da der andere noch den Zug macht, scheint der mich zu decken. Das heißt, der war jetzt auch wichtig für mich, dass er am Leben bleibt. Andererseits muss ich ja irgendwann mal da hoch. Das könnte ich zwar jetzt machen, aber dann habe ich bei dem. Geht's denn da eigentlich noch rein? Na, ich habe ja dem nächsten Sniper ein Problem. Also. Ach, da läuft ja noch einer. Okay. Aber es wäre sozusagen jetzt. Was ich jetzt nicht machen kann, ich kann nicht zu dem Dicken runtergehen. Dann ist ja die Linie wieder frei, dann werde ich abgeschossen. Gehe ich jetzt mal schwer von aus. So, ich kann jetzt den einen mal ungestraft hier wegmachen. Jetzt kann ich auch den anderen weghauen. Jetzt ist hier alles frei geworden. Und ehrlich, ich habe noch nicht mal diese Cola-Dose gebraucht. Aber die wird für irgendeine andere Sache wichtig sein. Für Züge oder für nicht töten oder sowas. Mal gucken. Töte keine Gegner. Das probieren wir jetzt. Okay. Nochmal zurück. So. Einen können wir hier noch uns trauen. So. 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 Oh, jetzt muss ich doch vermutlich den Sniper weglocken.
So, wo locke ich ihn hin? Hier hin oder dahin? Dahin hilft eigentlich nichts. Da wird er wahrscheinlich wieder genauso in Position gehen. Das muss ich einfach rausfinden. Hier ist mir aber auch nicht ganz geheuer, weil ich da den Dicken anlocke. Und wenn der in die Richtung läuft, kann ich. Also wenn der, ich zeig's nochmal kurz mit der Maus, wenn der so läuft und hier hinguckt, kann ich da nicht rum, weil er mich dann auch wieder im Blick hat, ne? Also würde ich erstmal probieren, was da passiert. Was der Sniper so unternimmt. Und vor allen Dingen, wie er sich wieder in Position. Ah, sehr gut. Er zielt in die Richtung weiter, in die er gelaufen ist, auch wenn es gerade nicht logisch ist, weil er auf ein Fenster zielt. Noch nicht mal Fenster. Er zielt auf eine Wand. Egal. Ach, wie schön, dass diese Zuggeschichte endlich mal vorbei ist. Jetzt, wo ich es beschrien habe, kommt es wahrscheinlich gleich wieder. Oh, ich würde sagen, ich höre jetzt ein Ave Maria. Oh, was ist das denn? Die Bundeslade? Okay, wir haben eine Zielperson, die wir zu Fuß erreichen. Die Linie führt da hoch. Wo bin ich? Da unten. Gott, wo laufe ich denn da überall rum? Da gammelt einer auf der Couch rum. Da ist noch ein Döschen zum Werfen. Wer kommt mir denn da entgegen? Ach, das ist Monsieur mit Hund. Okay. Was muss ich denn schaffen? Ich kann zwischen den Druckplatten hin und her switchen. Und es sind drei Druckplatten. Eine ist auch noch in der Mitte. Also den ersten Schritt muss ich ja halt sowieso mal so machen. Bleibt leider nicht so, wenn man sich ein bisschen umstellt. Aber man kann ja alles sehen. Also die ersten Schritte sind klar. Die kann ich auch nicht ändern. Ich komme an die Sniper, und zwar an beide Sniper, ja nur von hinten ran. Da ist nichts, was mich schützt. Das heißt, ich könnte mal direkt probieren. Ah! Mist, ich bin nicht auf Auswählen gegangen. Nochmal neu. 1, 2, 3, 4. So, ich muss erstmal. Oder? Ich muss erstmal auf Wählen drücken. Genau. Und dann kann ich doch nicht wählen. Also, ich kann die obere Druckplatte nicht auswählen. Das heißt, ich gehe jetzt zu der hin. Einmal ihn weg, hol mir gleich den Schlüssel. Ach so, das sind wieder. Ich sehe jetzt erst die letzte Druckplatte ganz oben rechts. Also, aber das ist gerade ganz günstig, weil jetzt haue ich den raus. Also ich kann nur zwischen den beiden switchen, die ich jetzt hatte, und den beiden da oben. So funktioniert das. Das heißt ja wiederum. Ach so, da ist noch eine Dose. Okay, ich muss den Dicken jetzt hier weglocken. Das kann doch nicht allzu schwer sein. So, der wird doch weiterhin nach unten gucken. Genau. War hier noch eine Aktentasche oder was? Wozu soll ich denn da unten hin mit der Dose? Wahrscheinlich muss ich wieder alle killen. Jetzt erstmal den hier. So. Super, ich habe die Spielzüge schon mal geschafft. So, und jetzt töte keine Hunde. Na, da muss ich doch eigentlich nur die eine Stelle auslassen. Nicht am Anfang, wo ich gleich mit der Druckplatte zurück bin. So. Ach, der bleibt da stehen. Das ist das Problem. Ah! Dann mache ich das mal so, dass ich den hier noch ein bisschen im Kreis rumziehe, den Hund. Geht ja gar nicht. Nochmal anders. Wir gehen außen rum. Wobei, in jedem Fall gehe ich ja über die Druckplatte rein. Okay, dann machen wir es anders. Was ist eigentlich, wenn ich so eine Dose werfe, ja? Dann wird ja wohl Herrchen drauf reagieren. Aha. So, er guckt auch gerade in die andere Richtung. Sehr schön. Können wir erstmal wieder die Geschichte machen. Wir müssen ja zwangsläufig zum Schlüssel. So, jetzt wird es ein bisschen.
knifflig, weil wenn ich das... Wenn ich das jetzt dahin werfe, um den Dicken anzulocken, dann hört das ja auch wieder... Hört Herrchen das doch auch wieder, oder? Verdammt. Nein. Jetzt kann ich natürlich wieder nicht den... Huch! Den Hund umgehen. Jetzt habe ich noch einen ganz anderen Fehler gemacht. Okay, also ich denke mal, das war schon auf jeden Fall richtig, hier rumzugehen und jetzt da trotzdem nicht rein. Also der nimmt... Der Hund nimmt genau meine letzte Position bis zur Druckplatte. Also brauche ich da jetzt nicht reingehen. So, jetzt habe ich ja noch gar nicht die roten Türen. Das ist ja, bringt ja eigentlich auch noch nichts. Mist. Das ist keine andere Situation als die, die ich vorher hatte. Das bringt eigentlich gar nichts, ne? Das hört jetzt keiner. Muss ich mir die... Ich kann mir die Dose nicht... nicht länger aufheben. Verdammt. Okay, dann locke ich ihn hier hin. Ah, und den anderen auch gleich. Okay, der geht ja nur einmal da rein. Das ist ja weniger das Problem. Jetzt habe ich den Hund da schön in der Ecke, wo er mich gar nicht mehr wittern kann. Das ist vielleicht mal doch schon ein guter Vorteil. So. Jetzt machen wir nämlich das hier wieder. So sollte das doch jetzt geklappt haben. So, die 9 gucken wir uns noch an. Und rein. Da schneidet einer die verdorrte Hecke. Die sieht ja nicht mehr ganz so frisch aus, ne? Und der Rasenmähermann zappelt da wieder vor sich hin. So. Wir wollen da oben hin. Einen Aktenkoffer haben wir auch noch. Das ist ja schon mal ganz schön... Ach so. Ganz schön blöd mit dem Sniper da. Nicht ungefährlich. Also ich könnte... Ich denke mal, es ist wichtig, dass ich... Ah, das wird jetzt auch ganz interessant sein. Jetzt laufe ich da hin und dann läuft der Gelbe weg. Und dann bin ich wahrscheinlich selber... Ja, raus. Okay, so geht's nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall, bevor ich den Hund am Hacken habe, möchte ich das auf jeden Fall machen. Überhaupt? Oh Mann, das geht ja gar nicht. Kann ich nie so machen, dass der nach mir zieht. Ah, wie blöd. Okay. Locken wir den Hund an. Was hilft's? Aber jetzt geht's natürlich. So, kann ich jetzt da oben den erstmal wegmachen, im Kreis laufen, zurückkommen auf die Druckplatte und den Hund abhängen? Das müsste doch gehen. Wobei, dann guckt der auch wieder in die Richtung. Das ist alles gar nicht ungefährlich. Naja, aber andere Optionen bleiben mir eh nicht. Zurück kann ich nicht, links kann ich nicht, rechts kann ich nicht. Also muss ich eigentlich mal hier weiter. Was man auch noch machen könnte. Wäre, vielleicht kann man... Nee. Oh je. Oh je, also nach rechts runter ist eigentlich schon eine Sackgasse, weil ich nicht direkt danach auf die Druckplatte kann, um wieder abzuhauen. Von vorne werde ich halt dann auch gejagt. Jetzt einfach mal vom Gefühl her, oh, das ist schlecht. Hier lang. Ah, verdammt, das geht auch nicht.
Okay. Es gibt ja noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ich denke mal, den Weg muss ich auf jeden Fall machen. Ja, den muss ich machen. Das war jetzt, glaube ich, ein Fehler. Das wollte ich eigentlich gerade anders machen. Ah! Nochmal. Ich wollte nämlich jetzt mal als erstes die Druckplatte benutzen. Oder Falltür oder wie auch immer man es nennen will. So, jetzt läuft der noch ein bis zu der Falltür. Ich könnte in der Zwischenzeit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also der Rhythmus ist immer noch ungünstig mit dem gelben Männchen da. Aber. Ah, jetzt ist er günstiger. Moment, jetzt locke ich den weg. Mach gleichzeitig den Zug zu dem anderen Hund hin. Dann ist der weg und ich bin auch wieder geschützt. Puh. Och Gott, und jetzt ist schon die Überlegung, ob ich. Ich kann den gar nicht nochmal anlocken. Ihhh. Ach so. Jetzt mache ich das wieder so. Aha, jetzt kriege ich nämlich auch die Aktentasche. Und dann heißt es am Ende wieder, töte keine Hunde. So, das hier passt immer noch nicht. Das ärgert mich. Habe ich noch genau ein Problem. Nämlich ihn. Okay, da muss man doch wieder einen Rhythmus durchbrechen. Aber es klappt ja nicht. Der stört mich. Ich komme auch nicht hoch zu dem Sniper. Also da komme ich niemals hoch. Niemals. Mano, das geht doch nicht mehr jetzt. Nee, das wird so nix. Das wird auch in dieser Folge nix mehr, obwohl ich wenigstens gern mal ins Ziel gekommen wäre. Aber die Zeit ist rum, die Zeit ist rum. Wir probieren das beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.